Hallo und willkommen zurück zu OMSI 2, der Omnibus Simulator. Wir befinden uns immer noch auf dem Payware Add-on Aachen und fahren heute die N4, den Nachtexpress, und zwar hier vom Bushof in Aachen nach Hörn in Wals. Und zwar das Ganze mit einem mitgelieferten Citaro LE. Und speziell habe ich hier mal das Bacon Repaint rausgesucht. So, und jetzt machen wir das gute Stück mal noch ganz schnell an. Im Dunkeln. Da haben wir. Einmal durchtreten alles. Und dann mache ich die Türe auf, dass die gute Frau auch einsteigen kann. Ja, können wir machen. So, warte. Dann muss ich erstmal gucken, was ist denn da jetzt... Ja, Texturen nachladen, es dauert ein wenig und dann geht aber alles wieder. Anderthalb Minuten haben wir eh noch Zeit. So. Einmal in den Vorkastraum bitte. Nein, macht er nicht. Da will er dann rüber gucken. Gut. Dann das Ganze noch einmal zurück bitte, dass wir in den Vorkastraum gucken können. So, und jetzt gucken wir mal, wie wir hier... Gehen wir doch einfach mal auf die 2. Achso, wir müssen noch ein bisschen Fenster noch aufmachen. Zack, zack. Haben wir hier unten noch Fenster. Jawohl, so. Jetzt gucken wir mal hier. Ach, da macht bloß volle Licht. Naja, gut, dann ist es so. Dann fahren wir so. Und dann nehmen wir uns das so an. Ja, wie gesagt, Citaro LE. Mit dem üblichen 906er. Motor im Heck und einem... Alter, fährt ja schon los. Darf er noch gar nicht. So, jetzt bleibt er stehen. Ja, mit einem 906er im Heck und einem Void-Schaltgetriebe. So, die Zeit ist sowas von ran. Dann machen wir die Türe zu und die Pfeile uns an. Und dann würde ich einfach mal sagen... Fahren wir los. Achso, ich muss mir hier noch ein Fensterchen öffnen. Ja, so, aber jetzt fahren wir wirklich los. Zack. Warte mal, als N4 müssen wir hier nicht geradeaus. N4 ist... Oh, jetzt weiß ich gar nicht, was die nächste Haltestelle ist. Jetzt muss ich echt gucken hier, dass ich hier nicht verkehrt fahre. Weil da die Pfeile fehlen. Elisenbrunnen. Okay, na, dann weiß ich doch richtig. So, dann los mit uns. Ah, hast du gedacht. Nicht mehr grün. Ach ja. Hättest du vorher gucken können, wie du fahren musst. So, na, da warten wir es mal ganz schnell ab. Und wenn es dann grün wird, fahren wir auch mit raus. Und dann hoffe ich mal, dass sich diese Nachladerei hier ein wenig in den Griff bekommt. So, jetzt war lang genug grün für die Fußgänger. Bitte jetzt für uns. Danke. Interessant, Kollege. Oh, hier kommen auch viele Kollegen um die Uhrzeit, meine Herren. Dann einsteigen bitte. Hallo. Hallo. Und die nächste Ampel, die rot wird. Sehr schön.
Einsteigen bitte. Das ist ja ganz schön kalt. Eine Fahrkarte bitte. Fahrkarte, das war glaube ich hier die 265. Ne, kalt ist es nicht. Ich glaube, da haben sie mir zu viel rausgegeben. Bitteschön, hab mich verguckt. Passiert. Okay, die Haltestelle haben wir verpasst, weil sie wieder mal kein Schild hatte. Ist egal, wir fahren weiter. Da ist auch niemand. Also haben wir auch niemanden stehen lassen. Königstraße. Und da ist auch niemand. Dann gleich weiter mit uns. Technische Hochschule. Da ist auch niemand, dann fahren wir durch. Da steht jemand. Da gucken wir doch mal. Möchten Sie mit uns mitfahren? Nein, die läuft. Scheiße. Ja, ich fahre wirklich scheiße. Das gebe ich zu heute. So, jetzt müssen wir uns links einordnen und links abbiegen.
Ach, hier müssen wir erst halten. Okay, na dann halten wir hier. Hier möchte dann auch jemand mit uns mit. Sehr schön. Dann. Bitteschön. Hallo. Einmal Schüler, bitte. Das war, glaube ich, hier. Ne, das ist zu viel. 1,45 bitte. Uiuiui. 50, 2. Danke. Hallo. Hallo. Audi Max. So, dann einmal aussteigen, bitte. Hallo. Hallo. Westbahnhof.
Möchtest du mitfahren? Ja, möchtest du. Hallo. So, dann ziehen wir gleich wieder durch den Tunnel. In der Hoffnung, wir schaffen das, ohne dass uns jemand entgegenkommt. Und da haben wir es geschafft. Danke. Lies van der Ruhrstraße. Dann einmal aussteigen, bitte. Einbuchenstraße. Da ist niemand, dann fahren wir gleich durch. Halifaxstraße. Dann einsteigen bitte. Hallo. Einmal normal bitte. 2,65. Danke. Danke auch. Auf der Hörn. Da fahren wir auch gleich durch. So, und dann geht's jetzt gleich auf die Autobahn. So, und auch hier lasse ich wieder das Fahrzeug nur rollen, kein Gas betätigen, nur rollen lassen. So, wir müssen sowieso gleich wieder. Lassen wir mal den Retarder schön arbeiten. Ne, wir fahren erst noch die Hörnbrücke ein. Ne, ich fahre nicht scheiße, ist alles gut.
Der LKW ist noch ein Stück weg. Da können wir noch schön rumfahren hier. Da möchte niemand mit, dann fahren wir gleich weiter. Also irgendwie fahre ich heute schlecht. Das gebe ich ja ehrlich zu und das habe ich schon deutlich besser hingekriegt hier. Irgendwie geht's heute nicht. Aber wir versuchen es trotzdem weiter. So, laut Kasse sind wir absolut im Plan. Also brauchen wir hier auch nicht rasen. Zumal wir ja fast an jeder Haltestelle durchfahren. Da ist es also keine Schwierigkeit, den Fahrplan zu halten. Da schauen wir mal, bis wir am Ende sind. Der ist frei. So, jetzt kommen wir wieder zur Uniklinik. Und da müssen wir, glaube ich, bis zum H5 durchfahren. Hallo. Ist das zu kalt hier im Bus? Nee, ist es nicht. Ich habe nur die Fenster auf, dass immer schön Frischluft reinkommt. So kalt ist es nicht. Steinbergweg. So, hier müssen wir da aufpassen, ob da jemand vom Parkplatz geschossen kommt, auch zur nächtlichen Uhrzeit.
Oh, das sieht ganz gut aus. Gut. Die Leitstelle ist eine Information für die 7er Linie in Richtung Kiezbenz. Aufgrund einer dringenden Baumaßnahme der Stadt an der Fisalia Allee zur zweiten Fahrt Richtung Süden gesperrt. Die Haltestelle Kieslerstraße und St. Peter Straße ist in Fahrt. Die Umleitung ist in Kiezbenz aufgrund der Grundanlage über Wolfgangstraße. So, einmal der Hauptstraße folgen. Da ist frei. Hallo. Hallo. Einmal die Kurzstrecke. Das ist, glaube ich, hier unten gewesen. Ne, da 1,50 bitte. Danke. Nicht ganz so schnell über diese Pöller drüber weg. Rechts oder links. Hallo. Guten Tag. Schaffen wir das Grün noch? Schauen wir mal. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Schmiedgasse. Hallo. Ich hätte gerne eine Tageskarte. Tageskarte 5,90 bitte. Ich habe einen falschen Fahrschein von Ihnen bekommen. Hallo, entschuldigen Sie? Ja, Moment, da ist er. Bitteschön. Danke. Danke auch. Da hatte ich mich leider verguckt. Kann passieren. Straße. Thank you.
Hallo. Straße. Da ist niemand. Dann werden wir uns gleich mal ein wenig weiter links einordnen und dann versuchen wir diese Kurve wieder. Na, das passt doch. Pfalzgrenze. Hallo. Hallo. Ja, das sieht doch schön frei aus. Dann fahren wir auch rum. So, und auch gleichzeitig passieren wir wieder die belgische Grenze. Pfalzbusstation. Und damit ist es auch nicht mehr weit bis zu unserem Ziel. So, was kommt denn jetzt noch? Die Josef Kirk und dann kommt Heuvel. Okay. So, dann bitte einmal aussteigen. So, und jetzt fahren wir nicht wieder links rein, wie mit der 33, sondern wir fahren geradeaus zu dem Kreisverkehr. Und dort endet dann auch unsere Hintour der Linie N4. So, und da haben wir das Ziel dieser Tour erreicht. Aussteigen bitte. Fahrplan sagt 1:22 zu früh. Na, das ist doch sehr schön.
Da können wir uns nämlich noch ein wenig gedulden. Wir haben nämlich noch ganze 3 Minuten. Nö, da hinten geht's jetzt nichts rein. Du wartest bitte, bis ich umgeschildert habe. So. Einmal Fahrzeug sichern. So, und dann gehen wir noch ganz kurz raus aus dem Guten. Da ist er. So, dann machen wir die Pfeile noch raus. So, das war jetzt die Hintour der Linie N4 des Nachtexpress vom Aachener Bushof hierher nach Heufel in Wals. Ja, das war wie gesagt die Hintour. Ich hoffe, es hat gefallen und ihr seid dann auch im nächsten Video, wenn wir die Rücktour fahren werden, wieder mit dabei. Bis dahin sage ich erst einmal Tschüss.